So, da wäre er wieder. In der Zwischenzeit sind wieder einige Kommentare eingetrudelt. Und zwar sollte ich doch hier bei dem Stahlplattenpanzerrätsel vielleicht mal nicht gucken, wo ich von oben nach unten runterspringen müsste, um dahin zu kommen, sondern von unten, wie ich nach da oben kommen könnte. Das gucke ich doch gleich mal. Das wäre hier irgendwo. Wenn man die Karten so eins zu eins übersetzen würde. Also in dem Bereich. Oh, ist die falsche Seite. In dem Bereich. Ha. Da sind aber die ganzen Fallgruben. Wie soll ich denn von den Fallgruben aus? Moment mal, da ist eine Sackgasse. Ha, da klingelt es doch bei mir. Das Rätsel, was in den Kommentaren stand, hatte ja auch was mit einer Sackgasse zu tun. Und mit feurigem Eifer und einem Schwert muss die Treppe nach oben. Nach unten. Da nicht. Können wir vielleicht mit der Fallgrube abkürzen? Nee. Und wir sind immer auf der falschen Seite. Na gut, dann halt außenrum. Aber ja, das klingt ganz gut. Sackgasse und Schwert, da wurden immer die Feuerbälle geschmissen. Könnte also schmerzhaft werden. Aber dafür haben wir ja unser Torque, dieses Fire Torque. Wie auch immer man Torque richtig ausspricht. Und hier auf der Etage waren überall diese Notizzettel, wollte ich schon fast sagen. Diese Schriftzüge. Halls of Fire. Ja, hier wollte ich gleich rein. Aber wir suchen hier immer noch die Haunted Halls. Da unten war Sequences. Da war der Walkabout. Was war hier? Und da ist auch noch was. Also ja, wir machen jetzt erstmal das hier unten mit der Sackgasse. Und danach gucken wir uns da um. Da und hier. Irgendwo werden. Was höre ich da gerade? Irgendwo werden die Haunted Halls dann schon gewesen sein. Und hier haben wir eine neue Krabbe. Doofes, respawnendes Viech. Dich rampage ich. Ding. Ich finde das Strafen so cool von denen. Na komm. So, ein, zwei Treffer und dann können wir endlich das Secret mit dem Plattenpanzer lösen. Was zur Hölle? Also entweder respawnen die echt schnell oder da waren zwei. Ich denke mal, da waren zwei. Warum auch immer. Letztes Mal war da nur eine einzige Krabbe. Und die ist immer um das Loch rumgelaufen. Au. Ja, du kannst besser strafen als ich. Ich sehe es hier ein. Doofe Krabbe. Und gleich keine Stamina mehr. Oh, dafür ein Level Up. Sehr schön. Das machen wir doch mal, bevor wir in die Feuerbälle reinlaufen. Und den Fire Talk sollten wir vorher auch anziehen. So, Äxte 41. Wir kriegen gleich. Ich höre schon wieder so ein Krabbeln. Das kann doch nicht angehen. Hierzu und dazu und hier kommt hoffentlich keiner her und schlafen einfach hier erstmal. Mann, 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 super schnell spawnende Krabben. Oh, ich glaube, die konnten uns one-hitten im Schlaf, oder? Ah, jetzt ist es zu spät, ja? So, Tür wieder auf. Leveln. Also, wir kriegen gleich einen Stärkepunkt und das war's dann auch erstmal. Also, nächstes Level Up kommen dann auf 49. Ganz knapp vor den 50. Das heißt, wir brauchen noch zwei Level. Dann wären wir Level 13. Viel höher waren wir bei dem ersten Playthrough auch nicht, oder? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber gut, hier kamen gleich die Feuerbälle. Fire Talk ist an. Was genau wollten wir eigentlich hier besuchen? Es ist in der linken unteren Hälfte, also hier ungefähr. Ah, das kommt gut hin. Wenn hier jetzt eine Treppe nach oben ist. Oder ein Teleporter. Könnten wir irgendwo hier rauskommen. Also, wir huschen da jetzt rein und klappern die Wände ab. Das Ding schießt ja gar nicht. Da ist schon mal ein Knopf. Die Druckplatte löst bestimmt die Feuerbälle aus. Also gucken wir erstmal hier.
Okay. Was sollte das jetzt? Ach so, zum Ausweichen vielleicht. Tun uns fast gar nicht weh, also ist egal. Da ist noch ein Knopf. Und noch so eine kleine Nische. Ah, okay. Noch ein Knopf. Ah, eine Treppe. Sehr schön. Ich habe mich schon gewundert, was sollen denn die ganzen Nischen jetzt? Ist das nur zum Ausweichen? So viel Schaden machen die doch gar nicht. Und ein Secret. Okay, ah, gleich zwei von denen. Man muss sich ja nicht unnötig in die Ecke drängen lassen. Also von zwei gleichzeitig. Komm schon, stirb. So, Hälfte Leben, das ist okay. Und hier können wir eh tänzeln. Okay, ein One-Hit. Auch nicht schlecht. Und da ist er. Jahrelang habe ich gewartet. Naja, nicht wirklich. Und ein Plattenpanzer. Und wir sind überladen. Und Plattenschuhe. Handschuhe. Njam, njam, njam. Erstmal was essen. Was schmeißen wir jetzt weg? Das ist jetzt nicht so gut. Aber gut, das können wir ja später einfach in unsere Rumpelkammer schmeißen. Und ja, eigentlich könnte ich es gleich wieder wegschmeißen, aber ich will ja den Erfolg haben. Den Erfolg kriegt man, wenn man einmal ein komplettes Set anhat. Ich glaube gleichzeitig. Es zählt nicht, wenn ich jetzt den Panzer anziehe und später irgendwann mal die Schuhe. Aber ich kann es mal probieren. So, einmal angelegt. Gibt es hier nicht irgendwie eine Abkürzung? Also das Gitter da irgendwie aufbekommen zum Beispiel. Nö. Anscheinend nicht. Die Fackel hatten wir schon rausgenommen. Und das Licht geht aus. Ah, das ist doch hilfreich. Vielleicht sehen wir jetzt irgendwo was durchschimmern. Ich sehe aber gar nichts. Nö. Schade, schade. Aber egal. Wir müssen eh in die Etage unter uns. Um uns dann noch den Haunted Halls umzuschauen und den Plattenpanzer hier abzuladen. Wenn wir dann irgendwo eine Rumpelkammer haben. So, dun, 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 dun. Keine neue Krabbe, sehr schön. So, da ist die Treppe nach oben. Die Rumpelkammer haben wir schon aufgelöst, richtig? Richtig, hier liegt nichts mehr. Dann gehen wir doch mal zu der Treppe nach unten und schauen danach. Müsste ich hier irgendwo gewesen sein? Oder? Ja, hier ist die Treppe nach unten und jede Menge Krimskrams. Das kann schon mal alles einsortiert werden. Du kommst da rein. Was hast du? Du hast nur Essen. Du bist ganz unwichtig. Hier haben wir einen Plattenhelm. Fehlen nur noch die Plattenschuhe. Das packen wir mal ganz auffällig hier so hin. Das kann wieder an. Den Orb können wir ersetzen. Also den Stab können wir durch den Orb ersetzen. Das Feuerschwert. Das brauche ich eigentlich nur, wenn ich die Kriegerherausforderung machen will. Was ich eigentlich noch nicht will. Also lassen wir das Zeug auch erstmal hier. Die Bomben wiegen 19 Kilo. Wow. Ne, das lassen wir auch erstmal hier. Wir kommen doch von hier zu der Kriegerherausforderung, oder? Wir sind Ebene 6. Und in Ebene 7 ist die Kriegerherausforderung und da ist die Treppe. Also ja, wir müssen... Was zur Hölle? Ist alles wieder durcheinander, doofe Krabbe. Aber ja, was ich gerade sagen wollte, wir kommen von hier aus recht schnell zu der Kriegerherausforderung. Das heißt, wir können hier auch die Sachen abladen, die wir später für die Kriegerherausforderung brauchen. Wie die Bomben zum Beispiel und den Umhang hier. Und das Ding eventuell. Schneller angreifen, mehr Angriffskraft, schneller angreifen, mehr Angriffskraft. Da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Aber doch, ich glaube, das können wir mal ausprobieren. So.
die Sachen nehmen wir alle mit. Hier drin war die Bomben. Die Kräuter können wir auch schon mal einsortieren. So. So. Und allgemein könnten wir mal ein paar Tränke mischen. Nur für den Fall. Eins. Zwei. So. Jetzt wollen wir aber nicht runter und wir wollen noch nicht zu den Kriegerherausforderungen. Wir wollen zu den Haunted Halls. Das waren die Halls of Fire. Hier war Sequences. Erstmal gucken, ob da oben noch irgendwas stand an der Wand. Ich gehe jetzt einfach die Hauptkorridore von dem großen Raum, die abgehen, alle ab. Ja, das hat gerade tierisch Sinn gemacht, der Satz. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Was steht hier? Sequences, genau. Oh, da geht was auf. Nee, ich gehe zu. Ach, hier war der Orb, ne? Ja, Vault of the Orb. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen zu den Halls of the Dead. Was haben wir hier? Ach, das ist der Eingang. Ich höre schon wieder eine Krabbe. Und wir sind jetzt da. Haunted Halls. Sehr schön. Da müssen wir rein. Und da sind, glaube ich, die Schnecken hinter gewesen. Also, in den Kommentaren stand, ich soll mich doch nochmal in Haunted Halls genauer umgucken. Das heißt, ich schaue jetzt erstmal alle Wände ab nach Schaltern. Und ich höre schon wieder Legionäre. Und wenn die Legionäre respawnen, dann gibt es vielleicht auch irgendein Rätsel, wozu man die Legionäre selbst braucht. Also für irgendeine Druckplatte oder dergleichen. Aber das müssen wir dann gucken. Bisher habe ich keinen Schalter gefunden. Aber ich bin auch relativ flüchtig drüber gegangen. Ich höre noch mehr von denen. Ah, hier war das, wo ein Legionär hier draufstehen musste. Und dann musste man da hinten irgendwo eine Tür durchqueren, die aufgeht. Das haben wir aber schon gemacht. Und jetzt habe ich den Faden verloren, wo wir schon nach Schaltern geguckt haben und wo nicht. Ich glaube, aus der Richtung hatten wir schon alle. Also die ganze Wand lang haben wir schon. So, hier jetzt auch. Müssen wir später noch den ganzen inneren Bereich einmal abklappern. Was machst du? Auch schön, wenn Schalter nichts macht. Ah doch, ich höre irgendwo Stein auf Stein. Jetzt nur die Frage, was auf oder zugegangen ist. Zu. Okay, hier waren wir also auch schon drin. Und gleich sind wir einmal rum. Ich glaube jetzt. Nee. Jetzt sind wir einmal rum. Also, an den Außenwänden ist schon mal nichts. Heißt, ich gehe jetzt den Knubbel hier ab, dann den Knubbel und so weiter. Auch wenn ich die teilweise, glaube ich, schon mal abgeguckt habe. Ja, also der Knubbel ist schon mal nix. Dann dieser längliche... Respawn stört Mischen. Also noch haben wir noch Stamina, aber mit der Zeit wird das nervig. So. Da können keine Schalter sein, da waren Leichen... Da geht was auf. Ein Vierer-Druck. Na, was bewacht ihr denn Schönes? Plattenschuhe wären ganz schick. Aber wir wollen ja nicht gierig wirken oder so. Oder vom Lurker-Set. Da fehlt, glaube ich, auch noch ein Teil. Na, komm schon, fangt an zu sterben. Einer weniger. Und zwei weniger. Drei weniger. Na komm, du hättest im Rhythmus sterben müssen. So. Und Kettenschuhe brauchen wir nicht. Und ein schweres Schild brauchen wir auch nicht. Aber das Secret hätten wir jetzt auch schon mal. Wo ist meine Liste? Da ist meine Liste.
Haunted Halls, abgehakt. Plattenpanzer, abgehakt. Ich habe jetzt noch das Bone-Amulett. Und das war's dann schon. Gucken wir mal kurz unsere Statistiken. Wir sind bei 51 Secrets. Und wir brauchen 53. Das heißt, zwei Secrets sind noch irgendwo hier in dem Bereich. Also irgendwo zwischen Ebene 1 und Ebene 7. Das ist jetzt gar nicht vage oder so. Schauen wir uns die Karte mal an, ob irgendwo uns irgendwas ins Auge sticht. In der Shadow Maze habe ich nicht alles erkundet. Aber das konnte ich auch nicht, weil da halt der Kerzenschein oder der Fackelschein war, der uns wegteleportiert hat. Da war ich auch noch nicht. Aber ich glaube, in den Halls of Fire haben wir jetzt schon zwei Secrets gefunden. Das passt. Und in Ebene 1 bis 4 habe ich, glaube ich, noch immer schön aufgepasst, ob ich alle Secrets gefunden habe oder nicht. Das müsste ich demnächst nochmal in den Folgen mal nachschauen. Aber gut. Ah, zu Ebene 7 könnte auch die Fighters Challenge zählen. Dann würde schon mal nur noch ein Secret fehlen. Und Ebene 8 waren wir noch gar nicht. Und Ebene 8 würden eh neue Secrets mit reinzählen. In Ebene 8 müssten wir 59 Secrets haben. Aber gut, speichern wir erstmal ab. Und in der nächsten Folge schauen wir weiter. LP 033. Also bis gleich.